Hi und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch meine Messer Eberninus. Ihr habt sie ja schon seit circa einem Monat nicht mehr gesehen, deshalb dachte ich mir, mache ich ein kleines Update mit Behaltungsparametern. Heute habe ich in ein Stück Schinken reingelegt, wurde jedoch nicht angenommen. Aber kommen wir mal zu den Parametern. Die Art kommt aus dem Mittleren Osten, das bedeutet Israel, Syrien, Libanon, also in dieser Region dort. Sie leben in sandigen und in steppigen Gebieten, sowie Messer Barbarus. Sie sind auch monogyn, das bedeutet eine Kolonie hat nur eine Königin, also wenn diese stirbt, ist die ganze Kolonie tot. Die Hühner ist um die 11 bis 12 mm groß und die Arbeiterinnen können 3 bis 12 mm groß werden. Natürlich gibt es auch Abweichungen. Ich befeuchte sie alle 3 bis 4 Tage und so entwickeln sie sich auch am besten, da wenn man zu wenig befeuchtet, es zu trocken für die Brut ist. Winterruhe haben sie keine, hängt auch von dem Ort, wo sie herkommen ab. Aber von November bis Dezember haben sie eine kleine Pause. Das bedeutet, sie sind inaktiver und die Entwicklung der Brut verlangsamt sich. Sie haben keine Diapause, also man muss sie nicht kühler halten, sondern am besten einfach die Heizmatte oder die Heizlampe ausschalten. Die Schwarmflüge sind auch von November bis Dezember, da im Mittleren Osten die Regenzeit anfällt. Die Kolonie kann mehrere tausend Tiere beinhalten. Kleine Kolonien mögen Löwenzahn sehr, da sie sich damit leichter tun, es ins Nest zu tragen. Und für größere Kolonien, da kann man schon in den Tierhandel gehen und ein paar größere Körner kaufen. Die Majoren sollten das schon hinbekommen, die ins Nest zu tragen. Aber schaut euch da am besten ein Video von Natur J an, da hat das ziemlich gut erklärt. Das Video ist in der Infokarte mit einer Playlist von meinem Messer an. Aber das war's jetzt auch mit den Haltungsparametern von dem Messer. Und das Essen, das haben sie irgendwie nicht mehr angerührt, leider. Aber so ist das Leben. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Wenn ich öfter solche Infovideos machen soll, sagt mir in den Kommentaren Bescheid. Gebt mir ein Like. Und jetzt zeige ich euch noch ein paar Ausschnitte von meinen Messern. Und wir sehen uns.